Fällt mir gerade mal so auf. Vielleicht haben wir irgendwie eine Chance. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich chill, Kollege. Chill. Aua, ich bin selbst tot. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Quick Survival Games auf dem GommerHD.net Server. Und ja, ich habe lange nicht mehr richtig gespielt. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon wie jedes Mal, weil ich in letzter Zeit keine Zeit mehr habe, richtig PvP zu spielen. Allerdings hoffe ich, dass wir hier trotzdem einigermaßen was hinkriegen. So, der Tipp hier, den holen wir uns erstmal direkt. So, den haben wir schon mal einen Goldapfel bekommen. Das ist doch schon mal ganz entspannt. So, haben wir noch irgendein Rüstungszeug? Leider nicht. Dann gehen wir mal direkt auf den nächsten. Der da hinten hat schicke Dia-Sachen an. Fällt mir gerade mal so auf. Vielleicht haben wir irgendwie eine Chance. Nee, haben wir nicht. Ich chill, Kollege. Chill. Aua, ich bin selbst tot. Nee, bin ich noch nicht. Uiuiui. Ich dachte eigentlich schon, ich bin tot. Allerdings haben wir es gerade eben noch so, haben wir uns irgendwie gerettet. So, der kriegt auch nochmal ein TNT ab. So. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwie vielleicht Glück haben und die Gegner von uns kriegen. So, es ist gerade niemand mehr hinter uns. Das ist gut. Das ist richtig gut. Dann haben wir noch ein bisschen was zu essen. Okay, einmal kurz durchatmen. Da hinten ist wieder ein Kollege. Aber ich habe sehr wenig Leben. Deswegen will ich jetzt nicht unbedingt in den Kampf gehen. Und ja, ich habe vor 2 Tagen es nicht geschafft, leider ein Video hochzuladen. Es tut mir leid. Deswegen bin ich jetzt heute nochmal schnell nach Hause gekommen. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal direkt in die nächste Runde. Denn das ist ja das Gute in Quick-SG. Man kann direkt in die nächste Runde joinen und die dürfte eigentlich auch ziemlich schnell voll sein. Dann geht es direkt wieder los. Das heißt, man kann hier wirklich ohne richtige Cuts auch als Non-Premium mal durchrushen. Und hier haben wir eine Kiste. Wir sind in so einer doofen Sackgasse. Das bedeutet, wenn hier nichts drin ist in dieser Kiste, dann haben wir richtig, richtig verloren. So. Oh. Aber hier ist ordentlich was drin. So, da ist ordentlich was drin gewesen. Deswegen haben wir nicht verloren. Das ist doch eine ganz gute Sache. So, da war auch noch eine Kiste. Nehmen wir auch nochmal mit. So, eine Dia-Chest. Das ist ja ideal. Ideal. So, perfekt. Was haben wir hier noch? Ein Goldapfel. Alter Schwede. Das ist einer der besten Starts, die ich jemals hatte. So, wir essen am besten mal direkt den Goldapfel. Dann gehen wir einfach mal in den Kampf. In den Kampf. Der da hinten, der läuft ja schon die ganze Zeit so ein wenig weg. Vielleicht können wir den da irgendwie holen. So, dann ist hier noch einer. Alter. Was geht denn mit ihm ab? Ah, der kriegt uns sogar. Nee, kriegt er nicht. Oh mein Gott, da kommt der nächste. Das ist natürlich richtig ideal. So ist er noch hinter uns. Nee, er hat abgelassen. Aber ich weiß nicht, wo der nächste. Ah! Alter Schwede. Alter, wir sind hier ein wenig in der Klemme. Oh mein Gott. So, noch ein TNT kriegst du hinterher. Oh. So, ich muss hier einmal kurz aufpassen. Oh mein Gott, ich muss hier echt aufpassen. Ich weiß gerade nicht, wo die Gegner sind. Das ist alles so ein bisschen zu schnell für mich derzeit. Weil ich echt mega lang kein PvP mehr gespielt habe, ist das alles doch ein bisschen schnell geworden, fällt mir auf. So, oh nein, das war's vielleicht. Das war's. So, einmal hier durch. Oh nein, er kam von hinten. Und damit sind wir direkt das zweite Mal tot von einem GRG-Typen. Okay, wir haben wieder einen Kill gemacht, wie eigentlich jede Runde. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal schnell in die nächste Runde. Und ja, ich habe jetzt gerade erstmal alle Freundschaftsanfragen hier auf Gomma angenommen, weil ich das ja sowieso immer mache. Was jetzt passiert ist, weiß ich nicht ungefähr. Wir gehen einfach mal in Harbor rein. Die Map kenne ich. Ich kenne die Map sowieso nicht von Quick-SG. Ich spiele jetzt auch gerade nur Quick-SG, weil sich das jemand gewünscht hat. Normal spiele ich auch überhaupt kein Quick-SG eigentlich. Ich muss mal schauen, wo hier überhaupt eine Kiste ist. Da, aber die wird der Palutentyp da wahrscheinlich holen, oder? Da sieht er die nicht. Ich glaube, er sieht die nicht. Nee, da haben wir. Perfekt. Aber das ist doch nicht so eine tolle Kiste, dass ich da perfekt sagen darf oder kann. Weil die Kiste ziemlich schlecht ist. Ich muss schnell irgendwo eine Waffe finden. Sonst sind wir gleich tot, weil der hinter uns gleich schon hinter uns sein wird. So, was haben wir hier noch? TNT. Oh, TNT habe ich nicht mitbekommen. Aua. Lasst mich in Ruhe, Kollegen. Ist der hinter mir? Nee, ist gerade niemand hinter mir. Das ist gut. Eine Waffe würde ich ganz gerne haben. Ich würde echt gerne eine Waffe haben. Das wäre so ein Traum. Aber man kann nicht alles haben, würde ich sagen. So, hier ist noch eine Kiste. Auch gelootet. So, Mann, oh Mann. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche unbedingt eine Waffe. So, hier ist eine bessere Brust. Waffe. Oh Mann, ich kriege keine Waffe. Ich kriege keine Waffe hier an den Start. So, vielleicht nehmen wir erstmal die Angel auf die 1 so lange. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo Glück und kriegen eine Waffe. Das war das gerade eben falsch an. Oh, wir haben eine Waffe. Wir haben eine Waffe. Wir haben aber kein Essen. Das ist direkt dann das nächste Problem. Hier haben wir sogar schon einen Bogen. Da war auch Essen drin, habe ich gesehen. Allerdings habe ich die Leute da im Augenwinkel gesehen. Deswegen wollte ich erstmal abstoppen. Das ist alles so ein bisschen hektischer geworden. Ich fühle mich gerade wie so ein Däner, der gerade das erste Mal hier irgendwie PvP richtig spielt.
und deswegen so ein bisschen verpeilt hier rumläuft. Das merkt man, also ich habe es ja letztes Video schon angesprochen, aber man merkt das echt extrem, wenn man wirklich lange kein PvP mehr gespielt. Und hier haben wir ein paar Sachen, die nehme ich ganz gerne mal mit. Dann laufe ich wieder in unsere Ecke rein, damit wir hier nicht irgendwie überrascht werden. Und dann sind wir auch schon, gehen wir auch schon Richtung Deathmatch. So, wir ziehen einmal das an. Wir sind full. So, wir sind ganz gut ausgerüstet, würde ich sagen. Wir sind mal ausnahmsweise ganz gut ausgerüstet. Jetzt noch irgendwie einen Kill ins Deathmatch kommen, dann bin ich auf jeden Fall mit der Runde zufrieden, würde ich mal sagen. Dann wäre das mal ein richtig cooler Start. Oh, hier haben wir noch mehr Sachen. Vielleicht noch irgendwo ein Eisenschwert bei. Nee, leider nicht. Ich kann auch nicht mit der Angel mehr umgehen. Das werdet ihr auch merken, falls ich irgendwie mal was versuche, überhaupt zu hortieren oder so. Wo sind denn die ganzen Gegner hier hin? Es sind doch noch 5 verbleibende Spieler. Wo sind die denn alle? Warum sind sie versteckt da? Geschweige denn mit dem Bogen umgehen. Ich guck mal kurz, ob hinter mir einer ist. Muss ich schnell einmal gucken. Und dann müssen wir irgendwie wieder an den Typen rankommen da. Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er aufs Schiff rauf oder wo ist er hin? Der muss ja aufs Schiff rauf kommen. Da ist er. So, ich versuche jetzt an ihn ranzukommen. So, er checkt nicht irgendwie, wo ich bin. Ey. Irgendwie ist er ein bisschen lahm. So, ich muss jetzt von oben kommen. Nein. Das ist doof. So, ein Hit kriegt er von mir. Ein Bogen kriegt er von mir. Da, was ist denn da los? Ein Hit doch. Ein Hit. Hallo, ein Hit. Mann, er kann doch nicht mehr so viel haben. Dieser Pro-T, was weiß ich. Ich kann mir den Namen nicht merken. Der muss richtig low sein. Und nein, ich will nicht, dass der andere den kriegt. Nein, und den anderen Hit konnte ich auch nicht mehr hitten. Oh Mann. Jetzt kriege ich hier den PvP-Lad des Jahrhunderts, oder was? Ja, danke. Leck mich doch am Arsch. So, Mann, ich will hier einmal weg. Ich will hier unbedingt einmal weg. So. Oh mein Gott, wir sind fast sogar gestorben, direkt am Anfang. Ich suche diesen Brot. Ah, der ist schon tot. Ist nur einer drin. Der ist aber full wahrscheinlich, weil er Regeneration bekommen hat. Ich habe keine Pfeile mehr. Ja, okay, damit hat er ein bisschen Damage bekommen. Hoffe ich mal. Ich habe vielleicht eine reelle Chance. Nee, habe ich nicht. Er kriegt mich locker. Er kriegt mich so locker. Ja, Mann. Warum hat er sogar noch 5 Herzen? Da merkt man, dass sich einiges im PvP getan hat. Also das ist auf jeden Fall GG an dich. Ich will nicht so unfair sein. Aber er ist schon draußen. Ah, naja, da merkt man, dass sich einiges so im PvP getan hat, dass man wirklich ganz schön absackt, sag ich mal, wenn man wirklich die ganze Zeit überhaupt kein PvP mehr spielt. Vielleicht sollte ich wieder ein bisschen PvP mehr spielen und nicht nur Master Builders. Ich würde einfach sagen, das war's heute mit den paar Runden QSG. Das kommt ja eigentlich auch immer ganz gut an, also ihr mögt das zumindest ganz gerne. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan, aber es hat sich irgendjemand in den Kommentaren QSG gewünscht, deswegen habe ich es jetzt einmal gebracht. Und es war auch eigentlich ohne irgendein Thema oder sonst was. Es war so ein bisschen, einfach so ein bisschen durcheinander geredet. Was war denn da eben oben mit SG oder mit irgendwas mit Halloween stand da. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob da irgendwas mit SG ist oder sonst was. Ich hoffe natürlich, euch hat diese Runde Minecraft QSG trotzdem gefallen. Auch wenn das nur so ein bisschen durcheinander geQSG war. Also ich habe ja überhaupt nichts eigentlich Bestimmtes besprochen. Ich war einfach die ganze Zeit nur so ein bisschen im Kämpfen. War auch mega schlecht im PvP. Es tut mir leid, dass ich da wirklich in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen hat, aber... Ich habe irgendwie auch nicht mehr so mega viel Bock auf PvP. Ich finde die Insel und Master Builders, das reizt mich irgendwie schon ein bisschen mehr als PvP, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in QSG war ich sowieso noch nie der Beste. Und ja, wenn man die ganze Zeit kein PvP mehr spielt, dann lässt man auch deutlich nach. Das merke ich auf jeden Fall auch. Aber naja, ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über eine positive Bewertung freuen. Ich glaube, beim nächsten Mal habe ich einfach mal einen neuen Skin drin, weil ich habe mir so einen gepixelt, den habe ich auch schon auf meinem PC drauf. Aber ich habe den noch nie angezogen. Das ist einfach ich im Anzug.
Also ganz entspannt, ich im Anzug, nicht so nackt rumlaufen, wie ich das jetzt mache. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer das Video bis hier sieht, ob ihr gerne mich im Anzug sehen wollt, also das hier im Anzug, diesen Skin, oder ob ihr lieber bei diesem Skin bleiben wollt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine Bewertung da, einen Kommentar da, ist mir ganz egal, was ihr da lasst, auf jeden Fall irgendeine Rückmeldung. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss.